Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück hier bei Starbound. Und ich bin hier gerade auf so einem Planeten und habe gerade gesagt, der Harle soll mal hierher kommen. Hallo Harle. Hallo, ja, ich bin auch schon auf dem Weg zu dir. Was ich dir empfehle immer noch ist, bau dir doch mal den, was war es denn gleich? Den Pixelkompressor? Nein. Den portable Pixelprinter? Kannst du dich noch daran erinnern, was ich dazu gesagt habe? Ja, bau dir den portable Pixelprinter, das war es, glaube ich. Kannst du dich immer noch daran erinnern, was ich dir gesagt habe? Ach, das war das mit dir fehlt Stahl? Das war das mit, ich habe kein Eisen. Du brauchst dafür kein Eisen, du brauchst nur Pixel. Ach so. 1000 Pixel, 5 Durasteel-Bar, 5 Goldbarren und einen Diamanten. Das ist das Ding, damit du Nanorap-Bandages bauen kannst. Aber wir wollten jetzt mal gucken, also um Stahl herzustellen, brauchen wir Eisen. Das heißt, wir müssen jetzt Eisen-Farm gehen. Ich denke mal, du bist jetzt hier direkt auch runtergegangen, wo es hier runtergeht, ne? Ich bin noch gar nicht runtergegangen. Ich laufe noch über die Oberfläche und gucke mir an, ob es hier vielleicht irgendwelche Gebäude gibt. Ich setze mir hier mal mein Fähnchen hin und dann... Was war das denn? Ich habe das ein Stück frei gemacht, weil ich da eigentlich diesen Creature-Capture-Pod aufstellen also wollte. Also das ist ein Juicy-Planet. Ich weiß. Ich wollte eigentlich diesen Creature-Capture-Pod hier aufbauen, aber irgendwie ist der auf den Boden gefallen und ist seitdem weg. Ja, ich habe das mal mit dem Schiff ausprobiert, letzte Folge, das habt ihr noch gesehen, da war er auch weg. Aber ich weiß nicht, ob wir hier auf so einem Juicy-Planet Eisen finden, ganz ehrlich. Die Wahl des Planeten finde ich jetzt nicht so pralle. Wir können jetzt mal nach unten graben. Ja, ja, bin schon dabei. Bin schon auf die heimische... Fauna und Flora getroffen. Ja, sozusagen. Also ich habe hier ganz viel Eisen. Ist das Eisen oder ist das Kohle? Ich bin hier auf Titanium gestoßen. Titanium habe ich ziemlich viel. Mir fehlt halt wirklich Eisen. Das war Kohle. Im Übrigen, das war Kohle. So. Ich bin hier auf ein unterirdisches irgendwas gestoßen. Das ist ein Gebäude. Ja, und Uran habe ich auch gefunden. Wir haben ja bisher auch sträflich vernachlässigt, mal uns bei den ganzen Planeten so ein bisschen in den... Oh, das ist ganz schlecht. In den? Nee, warte mal, ganz kurz. Ich muss mich ganz schnell heilen. In den Boden zu graben. Nicht bei allen. Bei vielen sind wir sogar im Boden gewesen. Ich mach das jetzt vielleicht, ich bin jetzt ein ganzes Stück weit weg. Der Harle ist noch da. Ich grab mich, glaube ich, jetzt mal hier drüben. Schnell die Waffe in die Hand nehmen. Ich glaube, ich grab mich jetzt wieder drüben mal irgendwo rein. So, aber was haben wir denn hier Schickes? Hier ist eine, ja, eine Höhle, eine unterirdische. Wir graben uns mal hier rein. Und was finden wir denn so in diesen Kistchen? Du. Hier geht's nach unten. Es gibt Saft. Meat Dinner Tray. Mhm. Pixel nehmen wir mit. Rucksack nehmen wir auch mit. Dieses komische Fleischding lassen wir da. Das sieht mir ein bisschen obskur aus. Hatten wir eigentlich schon mal rausgefunden, wofür dieser Saft da ist? Hey, hier ist ein Globus. Oh, da ist eine Kiste. Den Globus haben wir doch mal gebraucht für irgendeine Quest. Ja, der mussten wir irgendwann mal suchen. Das stimmt. Hier wird's hell bei mir. Eine Sanduhr. Die nehme ich auch mal mit. Vielleicht braucht man sie später mal. Wer weiß. Ich habe jetzt hier ein Gebäude entdeckt. So, ich bin auf Silber gestoßen. Na guck. Oh, ja, ich wollte eigentlich nicht reinfallen. So, habe ich denn noch Lampen? Lampen habe ich nicht, aber ich habe Fackeln. So, dann fackeln wir doch mal nicht lange und hängen hier mal ein paar Fackeln auf. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Da unten hängt ein Roboter Shakespeare. Ein Roboter Shakespeare, hä? Ey, warum bist du böse zu mir? Ich hab dir doch gar nichts getan, Mensch. So, wo bin ich denn hier? Da ist wieder Bücherregale und eine Kiste versteckt. Aber ganz ehrlich, ich finde hier kein Eisen. Ich finde auch kein Eisen. Ich dachte, wir gucken uns mal um, ob es hier irgendwie noch spezielle Gebäude im Untergrund gibt. Einfach mal so, um zu gucken, naja, was hier gibt's solche, die Gebäude so, was die Planeten so bieten. So Bücherregale und so ein Krempel. Also hier sind schon unterirdische Sachen.
Kohle. Ah, hier ist wieder ein Scientist's Code. Ja, den machen wir mal mit. Die Kiste lasse ich da, die ist mir zu bieder. So, hier kommen jetzt ein paar Sachen runtergeregnet. Ja, hätte hier ich auch gekriegt, wenn ich nicht abgestürzt wäre. Wenig Gold. Aber alles in allem eher langweilig, gell? Da unten sieht's aus wie Kupfer. Ja, aber wenn jetzt Kupfer da ist, kommt vielleicht doch noch Eisen. Warten wir mal ab. Was habe ich denn jetzt hier? Uranium habe ich gefunden. Wollen wir mal die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. So, Titanium habe ich gefunden. Ja, liebe Leute, ich bin heute nicht ganz so gesprächig, weil es einfach nicht so angenehm ist zu sprechen. Oh. Da war viel drin. Plant Fiber plus Stimpak, Pulsblum. Der Hale ist nämlich schwer von einer Erkältung geplagt. Genau. Wir mussten aber heute aufnehmen, weil wir keine Folgen mehr hatten. Bisschen doof ist, dass es jetzt so kein richtiges Ziel mehr gibt, gell? Da, also ich habe schon mal geguckt also, in der Pause, es gibt noch jede Menge Quests. Also wir sind in dieser Quest, wir sind in der Questreihe 5 gerade drin und da haben wir jetzt gerade die Hälfte ungefähr erst erledigt. Wir müssen einfach mal ein bisschen abwarten, da müsste eigentlich bald noch eine Quest kommen. Ja, also ich glaube, wir müssen mal auf harmlosere Planeten, die nicht radioaktiv sind, um Eisen zu finden. Hatte ich jetzt eigentlich Halsey ausgewählt? Nee, hatte ich nicht ausgewählt. Gut, dann grabe ich mich jetzt direkt nach oben. Ja, ich werde es auch mal nach oben gehen. Zellmaterial habe ich... Nein, das war nicht das Werkzeug, was ich wollte. So, ich versuche mich jetzt schnell nach oben zu graben. Was sagt... Oh nein, jetzt stürze ich hier ab. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, vielleicht gibt's ja auch bald wieder eine Sonderfolge mit Hobo Flobo. Ja, der ist, der kommt heute zu... Jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen. Wie kann vermutlich man, wie blöd heute kann zum man denn Besuch? Sein? Der kommt heute ja zu Besuch. Jetzt bekomme ich ja noch Besuch von so einem blöden Monster. Hier stehen Schachfiguren. Schachfiguren? Mhm. Ah ja. Können wir noch eine Schach spielen. So, mit der roten Nase ist zwar ganz schön, so, aber ich glaube... Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir von dem Spiel viele Sachen noch gar nicht benutzt haben. Es gibt ja hier auch ganze technische Sachen wie Schaltkreise und so. Die haben wir selber noch nie gebaut. Wir haben die zwar überall schon mal abgebaut, aber selbst gebaut haben wir da noch nichts. Ja, doch. Ich habe mal sowas ein bisschen gebaut, aber nicht benutzt. Ich habe diese grünen Tech-Cards, oder wie die heißen, diese ja, Schaltkreiskarten gebaut schon. Ich habe ja so ein Table gemacht. Aber wir haben noch keine vernünftige Anwendung, weil wir einfach noch kein vernünftiges Haus uns gebaut haben, wo wir das brauchen könnten. Ja. Also vielleicht machen wir einfach mal eine Folge mit Hobo Flobo und machen einfach mal Basisbau. Hä? Hast du mal... Ach nein, das... Ey, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Es gibt doch dieses fließende Material, wie zum Beispiel die Augen. Ja. Wenn du diesen, ich habe ja diesen Flammenwerfer als Gadget, dass ich so fliegen kann, diesen Jetpack, dann kannst du einfach direkt durch die Dings durchfliegen. Durch diese Melasse, nenne ich es mal. Oh, ich muss mich heilen. Ich sag wieder, kein Mensch, du übrigens auch. Ah, diese Nano-Rap-Bandagen sind echt der Knaller, ey. Ich bin gleich an der Oberfläche. Ich bin an der Oberfläche. Und damit ab auf mein Schiff. Ich muss mich ganz dringend heilen. So, ich fliege mal einen neuen Planeten an. Irgendwas langweilig harmloses. So, ich biebe mich mal nach oben und du sagtest, ich soll mir einen Pixel-Kompressor bauen, oder was war das gewesen? Exzentrisch. Ich glaube, der Pixel-Kompressor war das hier. Ja, ich nehme mal einen Gentle Star hier. Die Alpha X Pair 32 System. Nein, 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 nein. Ah, dieses Katzending ist schon wieder auf mich zugelaufen. It's a Moon. Ein Moon wollen wir nicht. Ein Desert-Planet wäre ganz schick. Surface, a barren and lifeless world, suitable for large-scale construction. Nein. Desert. Ja,
Klingt gut. Mostly harmless, Desert-Planet. Denn warum Desert? Wir brauchen, um Stahl herzustellen, natürlich Eisen und Öl. Und Öl bekommen wir auf Desert-Planeten. So, Titanium. Deswegen fliege ich jetzt auf einen Desert-Planet. Oh, ich bin wieder voll. Dann nutze ich jetzt diese Zeit mal, um ein bisschen gleich mich leeren zu tun. So, Titanium. Oder super deutsch, mich leeren zu tun, ja. Hört mir bitte nicht ganz so genau zu. Ich habe einen Teleporter-Core gekriegt irgendwo her. Ich habe so Scientists-Hosen. Mal gucken, können die was? Aber ich probiere sie mal. Aber mein Vagabundenhut. Wie macht man denn Titaniumplatten? Ich weiß es nicht. Das habe ich auch schon gedacht. Wir bräuchten ein bisschen Titanium, als ich das gesehen habe. Du bist nämlich an diesem Computer gerade, ne? Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe bestimmt irgendwo Titaniumplatten. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht, wo. Weil ich doch so ein Allesabbauer bin. Hä? Ich habe einen Affe bei mir im Schiff. Es hat funktioniert. Der steht hier sinnlos dumm rum. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem anfangen kann. Aber ich habe ihn. War das jetzt Titanium Plate oder Panel? Panel habe ich gefunden. Jetzt läuft er. Es bewegt sich. Ja, liebe Landschaft ist sowieso ein bisschen merkwürdig. Nee, ich habe den noch gebaut. Aber was kann man mit ihm machen? Ha, der sagt was. Rumor has it. Ach, lauf doch mal nicht rum, sonst kann ich das nicht lesen, Mensch. Rumor has it that Big Ape will crush the... Ja, und jetzt weiter. Crush the Resistance any day now. Aha. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein Äffchen bei mir in meinem Schiff rumlaufen. Den habe ich hier aus diesem... Ach, jetzt ist auch das Ding weg. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, okay. Mhm. Habe ich jetzt auch ein Monster hier oder ist das schon vielleicht tot gemacht worden? Ich weiß nicht, wovon er redet. Naja, von diesem Monster-Pot, was du auf diesem Planeten auch ausgelöst hast. Was wollte ich eigentlich machen gerade? Ach ja, ich war mich am leer machen. Planet ist angeflogen, wir können runter auf den Desert-Planeten. Ich bin gerade wieder mal bis zum Anschlag vollgeladen und muss jetzt wieder ein paar Kisten besuchen. Also das ist echt der Hammer. Ich habe echt ganz viele Sachen schon weggeworfen und ausgeräumt und so. Und trotzdem sind ja alle Kisten noch voll. So, ich buddel mich jetzt einfach mal hier ein bisschen nach unten. In gewohnter Schrägbuddelmanier. Auf Kohle bin ich schon gestoßen. Ich habe zwar tonnenweise Kohle gehabt, aber ich habe mich jetzt dafür entschlossen, doch wieder tonnenweise Kohle mitzunehmen. Denn man kann ja die Kohle in Pixel umwandeln. Und Pixel, haben wir ja jetzt gelernt, brauchen wir, um Nano-Wrap-Bandagen herzustellen, die sehr effektiv sind. Jetzt ich brauche mal irgendwas, wo ich was abladen kann. Die Musik ist schön. Sachen hier rauswerfen. Dann können wir auch runtergehen zum Hale. Ich leg dir eine Spur aus Licht. Das ist meine Flüssigkeitenkiste. So, hier können wir was reinlegen. Da muss zum Beispiel das Akkordeon rein. Da ist es. So, das hier. Das da. Ja, irgendwann muss ich auch mal aufräumen. Ich weiß. Das heißt irgendwann, ich bin hier gerade so ein bisschen... Nee, du hast ja deine Großaufräumaktion schon hinter dir. Ja, aber es sind immer noch alle Kisten voll. Das ist echt der Hammer. Ja, Kisten habe ich mittlerweile genug, weil wir ja auch genug Platz haben. Aber ein paar Sachen wegschmeißen. Aber was wirft man weg? Was braucht man nicht wirklich? Du kannst nicht mehr irgendwie, du bist so voll, dass du... Das glaube ich jetzt nicht. Oh. Alien Rock. Ich habe hier was Unterirdisches gefunden gerade. Können wir auch wegwerfen. So. Jetzt habe ich eine ganze Menge Sachen und jetzt... Eisen, ja. Auf jeden Fall gibt es hier Eisen. Gut, ich komme sofort... Ich habe jetzt noch ein paar Flüssigkeiten hier drin. Die werfen wir jetzt einfach hier in die Flüssigkeitenkiste. Also Fuel habe ich zum Beispiel noch eine ganze Menge. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir rüber zum Schiff vom Hale. Und dann gleich nach unten. Damit
wir auch noch ein bisschen Eisen finden. Ja, es war tatsächlich noch nicht viel, aber es war auf jeden Fall der Beweis, dass es möglich ist. So, aber hier ist ja das, was ich eigentlich gerade gesucht habe. Das ist hier oben. Das sieht aus wie Kupfer und Kohle. Links von meinem Spawn bin ich runter. Du kannst das gar nicht verfehlen. Du hast aber nicht beleuchtet. Doch, hab ich. Ich gehe jetzt hier gerade durch ein... Ja, ich habe am Anfang nicht beleuchtet, aber später dann schon. So, aber ich habe jetzt hier eine Mine gefunden oder sowas. Das werde ich jetzt mal beleuchten. Was ist denn das für ein Planet? Harmless? Harmless, ja. Mostly harmless. Also muss ich mich nicht so unbedingt um die Monster kümmern, oder? Die sind zwar ein bisschen nervig, aber sie sind nicht so dramatisch. Was liegt denn hier? Was ist das? Hast du was gefunden? Ah, hier war Eisen. Ah ja, so sieht also Eisen aus, genau. So ähnlich wie Kohle, nur nicht ganz so. Oh ja, guck mal hier, wo ich gerade bin, ist viel Eisen. Ich grab mich einfach mal hier runter. Oh. Abgestürzt? Ja. Ich habe nur gesehen, wie auf einmal so ein Lichtschein da rechts im Bild nach unten geflogen ist. Oh, hier ist wieder eine Basis. Dann tun wir das nochmal beleuchten. Die Basis ist ein wenig größer hier. Hier ist irgendeine Flüssigkeit auf dem Boden? Öl wahrscheinlich. Müssen wir mitnehmen. Pixel? Nee. Hä? Ich sehe doch, dass da eine Flüssigkeit ist. Ja, Öl. Das ist dann wahrscheinlich zu wenig, dass ich es einsammeln kann. So. Erstmal ein bisschen Licht hier hinmachen. Huch. So, hier ist jetzt mehr Flüssigkeit. Öl, ja, Öl. Ja, brauchen wir. Ja, ich habe noch ein bisschen was auf meinem Raumschiff in der Zwischenzeit gefunden. Ja, ich habe bestimmt auch. Ich weiß noch nicht wo. Hier ist Eisen. Das hier müsste was anderes sein, oder? Doch, ist auch Eisen. Ja, Eisen sieht so ähnlich aus wie Kohle. Das hat so, ist so ein bisschen braunstichig, aber das sieht man natürlich bei der schlechten Beleuchtung hier nicht so. Braunstichig, findest du das? Ja, so ein bisschen verrostet. Ja, das ist wahr. So Einschlüsse im Dunkeln. Ja, ja, ja. Aber das sieht so bei der schwachen Beleuchtung hier, sieht es halt genau aus wie Kohle. Ich bin ja auch dafür, dass wir uns mal eine Mod aussuchen, irgendwie mit, dass wir so einen Minenhelm haben mit einer Lampe dran oder so. Sowas wie die Lantern on a Stick, die wir ja schon haben. Ja. Da dürfen wir nicht vergessen, sonst wäre es hier stockfinster. Ja, die haben wir auf dem Rücken. Man sieht es nur nicht, weil wir halt was drüber gelegt haben. Jetzt habe ich hier, jetzt habe ich hier einen avianischen Tempel gefunden. Ah ja. Mit zwei Kisten. Eigentlich sollte man das alles liegen lassen. Ja, du, ich sammle hier auch nur noch ganz wenig Sachen ein. So, ich komme wieder auf was. So, ich bin hier auf ein unterirdisches Zelt gestoßen. So, was war das? Plant Fibers. Und Clay habe ich gefunden. Ton. So, hier habe ich auch wieder ein bisschen Eisen. Auf ein Zelt oder auf eine Zelle? Zelt. In einer Zelle. Nein, keine Zelle. So, Plant Fibers nehmen wir gerade mal mit. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Vielleicht sollten wir mal im Internet gucken, ob wir vielleicht eine Mission übersehen haben. Hier ist schon wieder so ein Ding auf dem Boden. Es gibt manchmal so glitzernde Klumpen auf dem Boden. Ich baue den mal ab. Hm, komisch. Das war auch so eine Klumpen. Das scheinen Erzklumpen zu sein, die auf der Oberfläche liegen. Aber ja, ja. So, ich bin jetzt aber, glaube ich, schon wieder zu tief für Eisen, weil ich finde jetzt hier zwar... Doch, also ich finde es hier in der Sandschicht. Nein, 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 das war doch Eisen. Ich habe mich vertan. Oh, 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 ich bin hier ganz tief runtergefallen gerade. Was ist denn jetzt los? Gerade abgedrängt worden. Ich habe jetzt hier... Und hier ist auch was Tempeliges.
Was habe ich jetzt? Avianische Chest, noch eine Öllampe. Tombstones habe ich gefunden, also Grabsteine. Hier ist sogar ein Avianer drinne. Der ist sogar freundlich. Ich töte ihn mal nicht. Ich bin mal so frei. Irgendwas habe ich gerade mitgenommen, was ich gar nicht mitnehmen wollte. Ich gehe mal hier hoch. Also irgendwie werde ich hier abgetrieben. Als ob hier irgendwie Wind wäre oder so. Was? Ja. Hast du jetzt in diesen tieferen Schichten Eisen gefunden? Ja, ja, hier kommt immer wieder Eisen. Ah ja, ich glaube, hier ist auch Eisen. Oh, und jetzt hier kommt, ist Wasser. Ich würde mich ja auch gerne mal weiter nach unten graben, weil da gibt es ja diese Mini-Städte. Nicht immer. Aber dann lass uns doch einfach in der nächsten Folge nochmal weiter runtergraben, oder? Ganz kurz. Ich will hier gerade noch was mal mir angucken. Was ist das? Das? Mushrooms habe ich gefunden. Die Mini-Schette, das ist schon lange her, dass ich mal so eine hatte. Ich mag noch nicht Folgenende machen. Ja, wir wollen unsere Zuschauer nicht belasten, indem wir jetzt zu lange machen. Na gut, dann machen wir halt doch Folgenende. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.